Wie meinst du das? Du wirst langsam Dinge tun, die unvorstellbar waren. Zumindest für dein altes Ich. Und Niemals. Du weißt ganz genau, wie er drauf war. Ein Fanatiker. Ein Terrorist. Ein Selbstmordattentäter. Du ein Wichser. Und ich soll dich angeblich manipulieren wollen? Darum halte ich es für besser, dass du in diesem Stadium klinische Isolation in Betracht ziehst. Wenigstens hat Johnny sich nie wie du für Geld ficken lassen. Verteidigst du ihn? Oder ist das Johnny, der da spricht? Lass mich raten. Er hat schon versucht, deinen Körper zu übernehmen. Oder? Du bist mir nur super unsympathisch. Könnte lustig werden. Würde dich gern schlagen. Ich mach nur Spaß, aber pass auf. Der Anzug versucht dich zu belabern. Weißt du was? Das reicht jetzt. Willst du nur Zeit schinden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Na endlich. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Versuchen reicht nicht. Ich glaube fast, du willst dich bei den Chinesen einschleimen. Auf meine Kosten. Weißt du überhaupt, wie viele Daten in deinem Kopf sind? Selbst wenn ich dir nicht helfen kann, muss ich die Daten retten. Ja, fick mich und gib mir Tiernamen. Der Typ hat gerade zugegeben, dass du recht hast. Vergiss Kang Tao. Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen, dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kang Tao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Wie? Takemura? Was macht der hier, verdammt? Er hat selbst noch ein paar Fragen an dich. Wenn du nett bist, rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupausen. Darf ich noch zuhauen? Wie viele Slots hat sie eigentlich an ihrem Kopf? Besser als nichts, sofern wir jemanden finden, der das Tech-Geblubber versteht. Er gehört ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Ich hoffe, wir können uns einig werden. Das ist in deinem besten Interesse. Wie? Das werde ich nicht vergessen. Ach, diese Hitze. Meine Kehle ist ganz ausgetrocknet. Ah, hat Wie dir nicht mal ein Glas Wasser gegeben? Inakzeptabel. Unmenschlich. So bin ich nicht. Das wirst noch sehen. Von mir bekommst du eimerweise. Nein, es geht schon. Scheiße. Zieh dir das hier mal rein. Ach, diese Wichser! Und du bist echt paranoid. Siehst du denn nicht, wie die Konzerne unsere Welt Stück für Stück zerstören? So blind kann doch keiner sein. Was immer du sagen willst, sag's. Dir frisst doch was am Code, das merke ich. Ich wüsste gerne, wie du tickst, damit ich weiß, mit wem ich's zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Du warst ein Kind der Badlands. Die Familie war alles, was du hattest. Aber in NC bist du ein Niemand. Das Beste, was du noch kannst, ist... Du weißt ja viel über meine Vergangenheit. Naja, ich sehe Bilder aus deiner Vergangenheit. Genau wie du aus meiner. Ich will's gar nicht wissen. Sag mir lieber, warum du so an mir hängst. Wir könnten zusammenarbeiten, Wie. Aber dein Plan ist sinnlos. Arasaka zerstören? Was soll das überhaupt bedeuten? Alles zu seiner Zeit.
Du willst Arasaka zerstören und begraben. Ich will alles. Nur nicht unter die Erde. Wir haben beide unsere Ziele. Und sie passen gut zusammen. Du brauchst Mikoshi, um dein Leben zu retten. Ist das erstmal erledigt, mache ich den Laden platt. Wo wir wieder bei deinem Kreuzzug gegen Mikoshi und das System wären. Okay. Ich sag dir, warum ich Arasaka stürzen will. Aber nur einmal. Willst du es hören? Ach, schieß los. Ich habe erlebt, wie Konzerne den Bauern Wasser und Land geklaut haben. Ich musste mit ansehen, wie sie Night City in einen hoffnungslosen Ort voller zerstörter Träume und leerer Taschen verwandelt haben. Konzerne kontrollieren uns, nehmen sich, was sie wollen. Neuerdings sogar unsere Seelen. Hast wohl recht. Da kann ich nicht widersprechen. Wie? Ich erkläre doch keinen Krieg, weil mir der Kapitalismus auf den Sack geht. Oder ich längst vergessenen Zeiten nachweine. Dieser Krieg ist ein Bürgerkrieg gegen ein System, das außer Kontrolle geraten ist. Ein Kampf gegen das ganze Scheißsystem der Entropie. Kapierst du's nicht? Ich tu, was sein muss, um die aufzuhalten. Wenn ich töten muss, töte ich. Und wenn ich deinen Körper brauche, nehme ich ihn mir, verdammt nochmal. Johnny, ganz ruhig. Verdammte, wir müssen... Scheiße! Ach, du kapierst es nicht. Aber das wirst du noch. Johnny... Okay, wir müssen mal wieder einen Tag warten. Du siehst Schlimmeres in teuren Downtown-Apartments. Ich verstehe nicht, warum wir nicht im Auto geblieben sind. Uns wird bestimmt gleich wieder schlecht, Chat. Na doch nicht. Gut, dann fahren wir erstmal oder teleportieren uns erstmal zurück in die Stadt. Uiuiuiui. So. Schicke Claire eine Nachricht. Claire, das ist doch die aus der Bar, aus dem Afterlife. Oh, bisschen hell. Oh, singt eine Fahrerin. Hier ist Claire, die Barkeeperin vom Afterlife. Alle reden von dir, also dachte ich, ich brauche eine Fahrerin. Straßenrennen, wie klingt das? Wollen wir uns treffen und das besprechen? Oh ja. Meine Werkstatt in Arroyo. Ich gebe dir die Details. Falls ich gerade nicht da bin, warte einfach kurz. Und nicht vergessen, nachts arbeite ich in der Bar. Bis dann. Gut, sie arbeitet gerade in der Bar. Könnten das hier... Wir gehen mal dorthin. Hatten wir hier irgendwie noch ein Motorrad? Achso, warte. Ich habe immer ein Motorrad. Erst im Club feiern, Menschen töten und jetzt noch Straßenrennen? Ja, wenn, dann richtig. Ich muss ja mein Leben im Spiel, muss ich ja ein bisschen von meinem echten Leben unterscheiden. Im echten Leben gehe ich nicht so oft feiern. Bin ich zu alt für... Ja.
Apropos Bücher, ich habe mir gestern ein neues Buch vorbestellt. Das erscheint zwar erst im Februar, aber ich hab's schon mal. Das bedeutet, wenn das dann im Februar ankommt, weiß ich gar nicht mehr, dass ich das vorbestellt hatte. Und dann kriege ich das ja quasi einfach geschenkt. Oh nee, ich habe mich nicht schon wieder festgefahren, oder? Welches? Eternity Online von Mikkel Robran. Das ist Fantasy. Ich lese eigentlich sehr selten Fantasy, aber da geht es quasi drum, wenn du stirbst, kommst du in eine Parallelwelt, und zwar in ein Online-Rollenspiel, also in ein MMORPG. Und hast dort quasi halt noch dann dein zweites Leben und kämpfst gegen Monster und so. Und du wunderst dich halt quasi schon, weil alle gucken dich komisch an und du bist halt irgendwie so besonders und so ein Außenseiter, und dann wirst du von irgendeiner mächtigen Person zur Seite genommen und du erfährst etwas sehr Spezielles. Aber ich weiß nicht, mich hat das super angesprochen, weil es halt was mit Zocken zu tun hat, so ein bisschen. Ja, deswegen habe ich mir das vorbestellt. Aber es kommt erst Ende Februar. Gucken. Ist hier ein Cyberpsycho? Okay, Chat, eventuell habe ich uns gerade in einen Bossfight manövriert. Aber nur vielleicht. Ist schon eine Weile her, alter Freund. Kotflügel und Kofferraumklappe verrostet. Der Rest tut's noch. Was wohl unter der Haube ist? Noch warm. Der Motor lief vor kurzem noch. Neue Spule, neuer Stecker. Und jemand hat an der Nockenwelle gebastelt. Und was ist das hier? Rechts war gerade ein Geräusch. Jemand hat das Kühlgebläse gereinigt und Bremsflüssigkeit aufgefüllt. Aber mit Wasser. Neu, aber gebraucht. Sicher von einem anderen Schrotthaufen. Okay, genug gesehen. Hey, was zum... Finger weg von meinem Auto! Nein, das ist mein Auto! Ach ja? Warum hat es dann hier vor sich hingerostet? Geht dich nichts an. Ha, geht mich nichts an? Hör mal, ich bastel schon seit einer Woche an der Karre und tu alles dafür, dass sie wieder läuft. Hättest du mit dem Schrittmotor angefangen, wärst du schneller gewesen. Sagt wer? Und warum? Sag ich. Weil er rumspinnt, festhängt. Aber wenn du den Rußniederschlag sauber machst, läuft er wieder wie neu. Kacke! Ich hab die ganze Drosselung ersetzt. Ah, siehst du? Ich kenne mich halt mit meinem Auto aus. Deinem ehemaligen Auto. Jetzt gehört es mir. Sobald ich die gröbsten Probleme gefixt habe, lasse ich diese Scheißstadt hinter mir. Längst verzweifelt. Warum willst du weg? Wenn du schon so blöd fragst, verstehst du es wahrscheinlich eh nicht. Komm schon. Erzähl einfach. Was gibt es da zu erzählen? Sieh dich doch um. Überall Dreck und Abschaum. Ich will hier nicht mehr leben. Gerade jetzt. Mag die Frisur? Ja, die ist cool. Aber ich frag mich gerade, müssen die in Night City nie zum Friseur? Na, guck mal, die scheint ja hier draußen zu leben. Wie färbt die sich ihre Haare? Die hat keinen Ansatz. Die Steuerkette ist was durchgerostet. Und? Du solltest sie ersetzen. Sonst reißt sie. Sobald du auch nur ein bisschen schneller als 30 fährst. Warte mal. Heißt das,
Ich kann es behalten? Genau das meine ich damit. Kann es hier sowieso nicht gebrauchen. Ist nicht gerade ein Stadtauto. Möge die Straße dir Glück bringen, kluges Mädchen. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sieh sich das einer an. Hat die Nomaden etwa Wurzeln geschlagen? Weiß nicht. Ist schwer, über sowas nachzudenken, wenn dir eine Zeitbombe im Kopf steckt. Falls es dich tröstet, die Zeitbombe fühlt sich auch beschissen deswegen. Ich weiß, Johnny. Komm, verziehen wir uns. Ich krieg hier eine Gänsehaut. Tschüss, Lana. Ich räume nur noch kurz dein Zuhause aus. Ah, hier ist gar nichts. Okay. Gibt's denn Chip für? Das kann natürlich auch sein. Warte, Takemura hatte uns hier irgendwas geschickt. Hallo, wie? Wakako Okada? Ich weiß aber nicht, wie ich den Namen betonen muss. Denkst du nicht, dass sie uns hintergehen wird? Was, findest du sie etwa nicht mehr charmant? Hast du deine Zweifel? Oder du musst dir keine Sorgen machen im Gegensatz zu mir. Wo bist du? Ich bin in Kabuki. Ich habe zwei Fragen. Wer ist auf die Idee gekommen, dieses widerwärtige Drecksloch Kabuki zu nennen? Kabuki ist eine Kunstform. Ich melde mich dann bei dir. Okay. Ein paar Namen. Hey, ich habe viel nachgedacht in letzter Zeit. Über den ganzen Kram mit Saul, über Mitch und Scorpion. Über die Familie, die ich hatte, die ich verloren habe, verlassen. Ich dachte nicht, dass das alles so kompliziert sein würde. Ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Ich bin hier in der Stadt und kann machen, was ich will. Aber scheiße, bin ich wirklich frei? Wenn ich mein altes Leben nur hinter mir gelassen habe, weil nicht alles so war, wie ich es wollte, dann laufe ich doch immer bloß davon. Verstehst du, was ich meine? Was ist denn okay für eine Antwort? Vielleicht hatte Mitch recht und du solltest zurückgehen. Das alles ein für alle Mal klären. Und selbst wenn. Und was ist mit Saul? Ich kann ihn nicht ändern. Und ich kann nicht ändern, was ich von ihm halte. Also bitte halte mir keine Vorträge über Kompromisse. Ich habe jetzt nur die Antwort gewählt, weil okay, finde ich als Antwort auf deinen Text da oben ziemlich mau. Und jetzt hältst du mir wieder vor, dass ich dich bevormunde. Das wollte ich nicht, aber glaub mir, man kann auch mit jemandem leben, mit dem man nicht immer einer Meinung ist. Das klingt vielleicht cheesy, aber es stimmt. Das wirst du schon sehen. Gut. Ist das hier eigentlich 40 Meter? Hast du was Interessantes im Angebot? Kommt drauf an, was du interessant findest. Wow. Du. Hast richtig krasse Ware. Oh, wartet mal. Ich habe doch auch hier ein paar Punkte zu vergeben. Wir wollten... Warte, ich wollte irgendwas mit, dass ich beim Sprinten nachladen kann. Da.
Ja. So, jetzt haben wir noch zwei Attributspunkte. Plus 10% Schaden von Kopfschüssen. Das ist auch gut. Okay, wir gehen auf Coolness als nächstes. Warte mal, ich kann bei ihm doch auch Waffen verkaufen. Plus zwei Waffen gesammelt die ganze Zeit. Ist aber wenig. Wenig Loot. Das gefällt mir nicht. Okay. Was machen wir als nächstes? Wir können auch die Quest mal ausge... Ah nee, tagsüber können wir Claire besuchen, aber es ist noch nicht tagsüber, ne? Aber wir könnten warten. Hier oben zum Schnellreisepunkt. Dann porten wir uns zur Garage von Claire und dann warten wir einfach, bis Zeit rumgeht. Und dann gucken wir uns mal Straßenrennen an. Das klingt irgendwie immer, als wäre ich barfuß. Eigentlich immer noch zum Friseur mal. Nee, kein Überfall. Oder? Machen wir den Überfall hier? Wie bist du jetzt umgefallen? Warum treffe ich die nicht? Fallen um, weil ich die vergifte mit meiner Muni. Warte, da ist noch einer. Geholfen. Ich hoffe, sie sind dankbar. Die Informationen von Okada waren
Danke, Fremde. Das war knapp. Und ich habe auch etwas in Erfahrung gebracht. Wir müssen uns treffen. Wo diesmal? Müllverbrennungsanlage? Verlassene Endcard-Station? Im Süden von Japantown. Da gibt's einen Straßenmarkt. Auf einer Brücke über der Hauptstraße. Benutze den Fahrstuhl, da verläuft man sich leicht. Ich bin schon unterwegs. Lass mich nicht warten. Kann ich eigentlich, wenn ich jetzt in das Auto einsteige, kann ich mir das dann mopsen? So für immer? Nee, warte, wieso mit Mr. Hands anrufen? Nee, wir wollten... Hier, das wollten wir machen. Hä, warum ist jetzt hier ein... Wegpunkt? Julia hat guten Loot dabei. Julia, was hast du für Loot dabei? Hat Nico eigentlich schon mitbekommen, dass ich eventuell, also nur so ganz eventuell, Elden Ring gekauft habe? Ob Nico das schon gesehen hat? Nico hat mich so angefixt mit dem Spiel, ne?